Wissenschaftler der Universität Tartu in Estland und Partner aus ganz Europa laden dich in diesem Frühjahr dazu ein, die echte Schlüsselblume zu suchen. Aber warum überhaupt diese Pflanze? Nun, die echte Schlüsselblume ist relativ einfach zu erkennen und kann repräsentativ für andere Pflanzen in Habitaten wie Wiesen oder Grasländern deren Zustand anzeigen. Dadurch können wir den Einfluss von Veränderungen oder Verlust dieser Habitate auf wichtige Aspekte der Biodiversität untersuchen. Das Besondere, die echte Schlüsselblume ist heterostyl. Das heißt, sie hat Pflanzen mit einem von zwei möglichen Blütentypen. Diese zwei Typen heißen S-Typen, vom englischen short-styled, mit einem kurzen weiblichen Blütenorgan, und L-Typen, vom englischen long-styled, mit einem langen weiblichen Blütenorgan. Bei den S-Typ-Blüten siehst du, wenn du auf die Blüte schaust, nur die männlichen Staubblätter. Das weibliche Blütenorgan ist verborgen. Bei den L-Typ-Blüten hingegen siehst du einen kleinen grünen Punkt in der Mitte der Blüte, welches das weibliche Blütenorgan ist. Die Staubgefäße hingegen sitzen tief in der Blüte und sind nicht sichtbar. Und genau diese Identifikation des Blütentypes brauchen wir. Denn im Normalfall sollten Pflanzen mit den beiden Blütentypen im Gleichgewicht in der Natur vorkommen. Wenn dem nicht so ist, dann stimmt irgendwas nicht. Du brauchst für deine Beobachtung also einfach nur auf die Blüte schauen, um den Blütentyp zu identifizieren. Das heißt, du brauchst weder die Blüte noch die Pflanze zu pflücken. Das ist auch sehr wichtig, denn in Deutschland und anderen Regionen Europas ist die Art inzwischen unter Schutz gestellt, da ihre Bestände immer weiter zurückgehen. Achte deshalb bitte die Natur und sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Bevor du dich jetzt in die Natur stürzt, stell sicher, dass du ein internetfähiges Gerät dabei hast. Wenn das nicht möglich ist, kannst du auch gerne das Beobachtungsformular vorher ausdrucken und deine Beobachtungsdaten später online eintragen. Du kannst deinen Standort automatisch lokalisieren oder ihn selbst auf der Karte angeben. Dann schau dir nacheinander, wenn möglich, bis zu 100 Pflanzen an und bestimme deren Blütentyp. Und wirklich verschiedene Pflanzen, denn die vielen Blüten einer Pflanze sollten alle denselben Blütentyp haben. Nachdem du die Pflanzen angeschaut hast, versuch bitte noch zu schätzen, wie viele Pflanzen es insgesamt an dem Standort gibt, an dem du dich aufhältst. Sind es nur ein paar wenige, einige Hunderte oder sind es sogar Tausende, soweit das Auge reicht? Wir sind besonders an natürlichen Standorten der echten Schlüsselblume interessiert. Lass also bitte Gärten und Parks außen vor. Außerdem schau, dass du auch wirklich die echte Schlüsselblume vor dir hast. Denn in der Natur gibt es einige Arten, die ihr sehr ähnlich sind. Beobachtungen an der echten Schlüsselblume sind einfach, machen Spaß, du kannst raus in die Natur gehen und du kannst es mit Freunden, Familie oder auch alleine machen. Also, in diesem Frühjahr, sei Teil einer großen Gemeinschaft, suche und finde die Schlüsselblume und hilf uns Wissenschaftlern und Naturforschern.